Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Mein Name ist Johnny Diekmann und heute werde ich euch mit dem Monatsthema Mai ein bisschen vertraut machen, denn ich habe es bereits im April angeteasert, Broken Brains. Was ich darunter verstehe, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Es ist so, dass ich meinen Schwerpunkt in meiner Beratung sowohl in der klassischen Unternehmensberatung als auch im, ich nenne es mal Human Performance Bereich, also alles, was mit Persönlichkeit und dem Menschen zu tun hat, ist eine zweite Leidenschaft von mir geworden. Und speziell habe ich dort die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Stressmanagement. Und Stressmanagement oder Stressprävention ist ein Thema, was nicht von ungefähr kommt, um es mal salopp zu sagen. Und da mein Podcast ja nun auch Leadership, Work-Life-Balance und das Ganze frei Schnauze heißt, habe ich mich entschieden, den Monat Mai ein bisschen der Work-Life-Balance, vielleicht auch der Work-Life-Integration zu widmen. Und warum ich das tue, ist in ziemlich kurzen Sätzen gesagt. A, selber bin ich Betroffener, sowohl als auch. Und das heißt, ich bin Betroffene gewesen, was das Thema Depression angeht. Und der eine würde heute sagen Burnout, der nächste sagt, das ist einfach nur ein, ich kann gerade nicht mehr, die Tanks sind leer. Einer sagt eben nur, das ist zu viel Stress. Was dazu geführt hat, das werde ich im Laufe des Monats sicherlich hier und da auch mal einstreuen. Da könnte ich wahrscheinlich stundenrund drüber sprechen. Und das ist für den einen oder anderen sicherlich interessant, was da so auch als Erfahrungswerte mit drin sind. Aber ich möchte einfach, weil ich es A, selber mittlerweile auch aus der anderen Seite sehe, dass ich eben Menschen helfe, gar nicht erst dahin zu kommen, möchte ich einfach diesen Monat das Thema Burnout, Depression als Oberbegriff nehmen wollen. Und damit das Ganze auch ein bisschen subtiler und einprägsamer ist, habe ich dafür den Titel Broken Brains genommen. Und ja, so habe ich mich letzten Endes auch gefühlt wie ein zerbrochenes Gehirn, dass ich sage, irgendwie läuft da die Birne nicht mehr rund. Und dabei bin ich sehr darauf angewiesen, dass meine Birne rund lief. Ja. Und ja, ich möchte euch in diesem Monat, in den Folgen mit meinen Erfahrungen gerne bereichern. Ich möchte euch natürlich auch sauberen Content liefern, auch zu dem Unterschied, was sagt der allgemeine Kontext oder wie wird im allgemeinen Kontext eigentlich Burnout und Depression unterschieden? Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Wenn man das Wort, das Schlagwort bei Google eingibt, haben wir ganz oft, dass das immer irgendwie zusammenhängt und auch mit Stress irgendwie zusammenhängt. Stimmt das jetzt oder auch nicht? Und kann ich vielleicht auch etwas präventiv tun, damit es mich zumindest nicht so ereilt? Also vorab kann ich nehmen, depressive Verstimmung haben wir alle mal und das ist per se jetzt auch nicht etwas Schlimmes. Das Leben ist eine Berg- und Talfahrt und es gibt mal freudige Momente und es gibt auch mal traurige Momente. Die können wir nicht immer beeinflussen. Das passiert auch einfach mal mit uns und dann sind wir einfach auch in einer gewissen Stimmung. Wenn wir jetzt allerdings schauen, was können wir vielleicht an dem, was uns passiert, auch noch ändern? Also wenn wir über Selbstverantwortung sprechen, dann ist da eine ganze Menge möglich. Und da kann ich natürlich eine ganze Klaviatur bespielen. Also ich kann von der Seite kommen, dass ich sage, im Unternehmen tue ich etwas im Bereich BGM, damit ich den Stress runterbringe bei meinen Leuten. Was heißt eigentlich Stress? Da habe ich schon mal eine Folge zu gemacht. Was bedeutet eigentlich das Stressempfinden eines jeden Einzelnen? Habe ich auch schon eine Folge zu gemacht. Und wir werden einfach im Laufe des Monats in den Podcast-Folgen einen Interviewpartner haben und sagen, okay,
wie ist es dir ergangen? Was hast du für Strategien gehabt, um aus dieser Broken Brain Nummer rauszukommen? Ich werde ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern. Was habe ich eigentlich getan? Und was hat mich, Entschuldigung, dazu eigentlich bewegt, heute die Seiten gewechselt zu haben, zu sagen, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt mit einem Broken Brain. Und es ist oftmals sehr diffus und nicht wirklich greifbar. Und wenn es für mich schon mal nicht greifbar ist, wie soll es denn für meine Angehörige oder mein Umfeld greifbar sein? Ich will euch das so ein bisschen näher bringen und ein bisschen Verständnis auch dafür aufbringen. Wenn ihr jetzt mal jemanden in eurem Umfeld, ob nun privat oder in eurem Arbeitsumfeld habt, damit ihr so ein bisschen eine Idee davon habt, wie läuft das eigentlich ab. So, und ich kann, wie gesagt, über das Unternehmen kommen, ich kann aber auch sagen, okay, ich tue etwas für mich selbst, möchte eigentlich gar nicht in diese Situation rennen. Ich werde euch im Laufe des Monats auch noch die Burnout-Spirale ein bisschen näher bringen. Was heißt das und woran kann ich eigentlich erkennen, wie weit bin ich schon? Und welche Hilfen gibt es? Und es gibt, es wird auch den ganzen Monat, werde ich euch immer mit verlinken unter den Shownotes, einmal die Deutsche Depressionsliga und auch die Deutsche Depressionshilfe. Das sind absolut wissenschaftlich fundierte Seiten, wo ihr euch super informieren könnt, wo ihr auch zu dem Thema Depression nochmal sehr tief einsteigen könnt. Wichtig hierbei ist zu sagen, ich bin kein Therapeut, ich arbeite präventiv, sprich, dass erst gar nicht erst passiert. Und das, was ich euch hier über Depressionen dann in diesem Monat erläutere, sind primär meine eigenen Erfahrungen oder die Erfahrungen meiner Interviewpartner. Und sie dienen als Impulse und sie dienen einfach als Möglichkeit des Verständnisses für diese nicht greifbare Erkrankung. Ich sage mal, wenn jemand einen gebrochenen Arm hat und der Kollege kommt mit einem Gips rein und bringt den gelben Schein, dann ist das immer irgendwie für alle klar, okay, ja, der hat halt, weiß ich, meinetwegen auch noch die Schreibhand gebrochen, ja gut, dann muss der halt zu Hause bleiben. Wenn jemand den gelben Schein bringt mit der Thematik Depression oder psychische Störung oder überhaupt etwas, was ich nicht sehen kann wirklich, dann ist das Verständnis oftmals im Alltagsrauschen nicht wirklich da. Und weil ich diese Erfahrung gemacht habe, auch selber unter, ich sag mal, Anfeindungen, ich will nicht sagen gelitten habe, aber ich habe sie schon gespürt, also habe sie schon zu spüren bekommen, weiß ich eben darum, wie wichtig diese Aufklärarbeit ist. Und ich mag einfach auch nicht aufhören, darüber zu sprechen und auch immer wieder zu sagen, tu dir was Gutes, seh zu, dass es dir und deinem Umfeld gut geht und gar nicht in Form von Walla Walla irgendwie durchgedrehtem Esokram, sondern fundiert einfach irgendwas mit Hand und Fuß. Und das ist auch das, was ich in meinen Dienstleistungen anbiete, sowohl in den Unternehmen als auch in dem Privatkontext. Ich habe hier meinen Coachingraum hier hinter dieser Wand und dort kommen Leute her zu mir, die einfach mal vielleicht ein Thema haben, wo sie gerade mal selber in ihrem Wald gerade nicht die Bäume sehen, und da machen wir ein kurzes Coaching, was vielleicht über 4-6 Wochen dauert, für ein bestimmtes Thema, und dann laufen die wieder. Also manchmal ist es auch so, das hilft, dass man solche Coaching-Sitzungen macht, damit man gar nicht erst in diesem Gedankenkarussell sich so weit reindreht, dass man erst in diesen Broken-Brain-Effekt kommt. Und ich plädiere dafür, das wirklich gar nicht erst zum Brechen zu bringen. Wie gesagt, der gebrochene Arm ist für jedermann irgendwie klar ein Krankheitsgrund, wenn mein Gehirn gebrochen ist. Und das verstehe ich einfach unter den Wörtern Depression und Burnout oder stressbasierten Leistungsabfall oder wie man das auch immer nennen möchte. Das sieht halt niemand und ich möchte dafür für aufmerksam sorgen in diesem Podcast diesen Monat. Wir werden auf jeden Fall Themen aus der, also zu den Themen Symptomen etwas hören. Das werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Wir werden auf jeden Fall erste Tipps für Angehörige oder eben Kollegen geben. Da werde ich so 3-4 Teaser, Anteaser-Punkte bringen. Dieses Thema ist riesengroß. Ich könnte allein Podcast nur darüber machen. Das ist jetzt
aber nicht nur mein Kerngeschäft. Und da gibt es ganz tolle Podcasts draußen und auch ganz tolle Angebote von Kollegen, die noch tiefer drin sind. Und trotzdem möchte ich diesen Monat einfach diesem Thema widmen und hoffe, dass ihr für euch da auch das ein oder andere mitnimmt und vielleicht die Möglichkeit findet, auch ein bisschen mehr Achtsamkeit in euer Leben zu bringen, damit euch das nicht ereilt. Wir werden auf jeden Fall, ein Interviewgast genau zu diesem Thema habe ich auf jeden Fall. Ich werde noch ein Interview aufnehmen mit jemandem, der ein Tool aufgesetzt hat, das dir so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine Persönlichkeitsanalyse als Status Quo an die Hand geben kann. Das ist das LPP, der Link Personality Profiler. Ich sehe das immer als sehr, oder ich habe es für mich in meiner eigenen Krankheitsgeschichte als sehr hilfreich empfunden, die Dinge zu verstehen. Und ich wollte eben auch verstehen, wie ich ticke, weil mir hat man das nicht beigebracht. Also natürlich habe ich von außen gehört, so bin ich und so bin ich und so bin ich, aber irgendwie greifen konnte ich das nicht. Und gerade in meiner Krankheit, als ich so richtig broken brain mäßig unterwegs war, habe ich keinen Anker mehr gesehen. Und da hat mir Wissen, also etwas Verstehen, unwahrscheinlich geholfen, Anker zu setzen, auch wenn es letzten Endes nur Gedankenanker waren. Aber das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich gesagt habe, ach so, ja gut, so tick ich. Mal unabhängig davon, warum es so ist, aber erstmal so tick ich. Und diese Persönlichkeitsanalyse dient eigentlich als Status Quo, wenn ich auch mit meinen Coaches arbeite im Bereich der Stressprävention, damit wir einfach da ansetzen können und sagen können, was ist dienlich für dich, was sind deine Stärken und wo fällt es dir auch leicht, die Dinge zu tun, ne? Ob im beruflichen oder im privaten Kontext und wo hast du über dem Maß einfach Arbeit und Energie reinzustecken, was dich vielleicht zum Ausbrennen bringt. Und damit wir das einfach sehen, finde ich diese sehr wissenschaftlich fundierte Auswertung, ich persönlich finde sie super und sie bringt mich, hat mich immer nach vorne gebracht, solche Analysen. Und deshalb habe ich auf jeden Fall im Interview denjenigen, der das LPP ja quasi konzipiert hat und der wird auch erläutern in diesem Interview, was sind da für wissenschaftlich fundierte Facts hinter aus der Psychologie und das macht es so interessant. Also da muss ich wirklich sagen, zu den anderen typenbasierten Auswertungen, die ich selber gemacht habe oder auch selber anbiete, finde ich das sehr speziell und sehr gut für die Stressprävention einzusetzen und da werde ich euch natürlich auch eine Interviewfolge zu hinterlegen hier auf dem Podcast. Wenn du noch eine Frage hast während des Monats zu diesem Thema und natürlich auch noch später, also wenn ihr das später hört und vielleicht auch seht bei YouTube, dann haut auch gerne noch Fragen raus. Ich habe ja nun mal das Thema Work-Life-Balance als mein Kernthema mit in meinem Podcast und werde immer mal wieder Folgen dazu auch aufnehmen und nur diesen Monat geht es eben sehr speziell um die Broken Brains und ich freue mich schon darauf, dass ich ein bisschen mehr auch von mir und meiner verletzlichen Seite vielleicht auch zeigen kann und vielleicht dem einen oder anderen auch Mut machen kann, damit weiterzumachen, auch wenn er selber jetzt in so einer nicht greifbaren Situation ist und sagt, mir ist alles gerade zu viel. Das kenne ich. Und ich bin da auch gut wieder rausgekommen. Aber eins kann ich auch sagen, es hilft dir nicht wirklich jemand anders, du darfst das selbst machen. Und das ist so der größte Gamechanger, den ich heute schon mit dieser Anteaser-Folge mitgeben kann. Egal was du machst, alles, was dir gut tut, ist richtig. Und wenn du dich gut dabei fühlst, go for it. Also, in diesem Sinne, ich freue mich wahnsinnig, dieses Thema diesen Monat zu bespielen. Und ich werde euch sicherlich die eine oder andere Anekdote erzählen, die mir passiert ist, auch während meiner schwachen Zeit.
die heute betrachtet sehr lustig ist und ich herzhaft darüber lachen kann. Zu dem Zeitpunkt fand ich es überhaupt nicht witzig. Und vielleicht hilft es aber dem einen oder anderen, wenn er diesen Gedankengang nachvollzieht, dass er weiß, okay, da ist aber wieder Licht am Ende des Tunnels. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich wahnsinnig auf die erste Folge mit dem Erschaffer oder Ergründer oder Ersteller des LPPs. Ich bin ein großer Fan davon geworden und freue mich, euch das auch hier in meinem Podcast vorstellen zu können. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn euch vor allen Dingen das Monatsthema interessiert oder sagt, Mensch, da könnt auch jemand anders mal reinhauen, dann bitte ich euch sehr gerne darum, die Folge zu teilen. Sowohl auf den klassischen Podcast-Plattformen, iTunes, Deezer, Spotify und natürlich auf YouTube. Da seht ihr mich auch nicht im vollen körperlichen Einsatz, sondern abgeschnitten hier nur mit Oberkörper, aber ich denke, wenn man sich dann einen Eindruck auch von mir machen möchte und nicht nur meine Stimme hören möchte, kann man sehr gerne auf YouTube schauen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Eure Janine. Tschüss.